weil zwei Ollis da drüben auf dem Sofa. Ich zeige dann immer auf denjenigen, auf den ich meine. Für die Zahlen, Fakten und Tore. Gab es denn schon welche? Julia, es gab schon Tore. Ich freue mich erstmal, dass Olli P. da ist. Noch ein Hertha-Fan. Gleich mal ab mit unserem Tippspiel. Olli hat vor der Sette mal eine Chance zu gewinnen. Ich lasse den Gast ja natürlich normalerweise Sechser-Position, früher bei Hertha gespielt. Dafür spielt Joel Matip, dann Rakitic auf der Bank, Asamoah auf der Bank, Altintop auf der Bank, Zambrano auf der Bank. Also Felix Magath hat heute seinen Kindergarten aufgestellt gegen die Bayern. Aber bisher lohnt sich's. Die U21 von Schalke. Lohnt sich die ja, gab allerdings ein paar, die wirklich da... Also nach München, okay. Also ich bin dann in München. Ich hatte auch einen Tipp für dich, wo wir gerade bei der zweiten Liga sind. Wir kümmern ja uns... immer um auch die unterklassigen Vereine. Und du kannst beim FC Espanyol München zuschauen, wenn du da nicht in Berlin sein willst. Das ist nämlich die schlechteste erste Mannschaft in München. Hier wird so viel über Dresden war schönes Stadion jetzt auch. Zu DDR-Zeiten schon extrem viele Zuschauer immer. Eine tolle Mannschaft, haben sehr viel Tradition. Weiter geht, dann bleibst du ja 0-0. Nein, vom Spiel. Komm, denn nach morgen wird... Das Spiel von Armin Fee, du hast es richtig gesagt, Felix Magath hat... Sie merken schon, Olli P. kennt sich bestens aus in der Fußball-Bundesliga und wir wollen jetzt mal testen, wo er sich noch überall auskennt und ob er wirklich auf alles eine Antwort hat. Auf jede, wir machen das im Wechsel. Wir fangen an mit Foxtrot oder Fußballballett. Karneval oder Love Parade? Karneval. Werner Lorand oder Lucien Favre? Currywurst oder Halvar Hahn? Currywurst. Bushido oder Sido? Hertinho oder Hennes? Hertinho. Flugzeuge ist... Kommen wir gleich dazu. Madonna oder Maradona? Was ist dein liebster Fangesang? Für das blau-weiße Trikot und sowieso... Oh, 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 super. Oh, hey, super eingeladen, großartig. Für dich extra, für dich. So, und unsere letzte Frage. Wie würdest du einen... Nee, wir sind live. Es kommt immer auf die Ausdrücke an, um ehrlich zu sein. Nein, die möchten... Dann klären wir dann einfach nach der Sendung, würde ich sagen. Wir zeichnen das dann auf. Ich habe noch zwei Infos vom Spiel FC Bayern München gegen Schalke 04. Ich glaube, da bahnt sich Theater an. Luca Toni wurde ja ausgewechselt, soll angeblich schon das Stadion verlassen haben. Also da bahnt sich großer Ärger an. Und dann kam jetzt Gomez für Klose. Also mal gucken, ob der gute alte Gomez da... So ein Wühler, so ein Olic eigentlich. Klose, Toni und Gomez sind für mich alle drei die gleichen Spieler. Also ja. Davon kann eigentlich nur einer spielen. Und deswegen bin ich bei mir da mal ein Beispiel dran. Wie geht das zusammen? Aber weiter, wir machen wenn du noch hast, gerne du noch weiter. Julia, komm noch. Aber eine Sache mit Toni fällt mir ein. Bei Toni ist ja auch so, dass des Öfteren, er fliegt ja dann mal hin, wenn nicht so viel Körperberührung war. Jetzt stelle ich mir nur mal vor, wenn der einkaufen geht in der Münchner Fußgängerzone und von einer älteren Dame angerempelt wird, ob er dann auch dann schon beim Gurkenkaufen und sich die Schienbeine hält. Man weiß es nicht. Ich würde es mal gerne sehen. Es gab doch immer ganz gute Videos von Matze Knob. Da warst du ähnlich. Ja. Apropos Videos, ja. Aua, Julia! Ja, ich fall halt hin. Apropos Videos, da fällt mir spontan ein Video ein, was ich gesehen habe. Den würde ich auch für andere Fernsehproduktionen, wenn es darum geht, Leute, bester Typ der Welt. Okay. Also ich sag mal, die Mannschaft hat jetzt wieder gemerkt, dass man auch gewinnen kann. Simonic nach Hoffenheim ziehen lassen. Und mit Kringe eigentlich jemanden geholt. Irgendwelche Projekte, die du im Moment machst? Ja, ganz viele Projekte. Mich ja trotzdem immer. Also alles, was mit Sport zu tun hat und gerade Fußball. Wenn es heute wieder auf den Unentschieden drauf hinausläuft, letzte Woche auch nicht, hätten die beiden Spiele eingesagt, dann... Haut darum dann eine Mannschaft auch. Nicht zum Beispiel jetzt ihn sofort entlassen. Ich meine, im Moment steht Louis van Gaal nach knapp 4 Monaten entlässt. Weil was kommt... Wir haben noch eine Mail bekommen zu Hertha. Und ich weiß, ihr sprecht beide gerade nicht so gerne drüber, aber es gibt doch einige Fans, die uns geschrieben haben und zum Beispiel dich grüßen. Und zwar tut das Ardijan Sidi. Olli P., es ist sehr gut, dass du Hertha-Fan bist, weil sie auch 3-2 gegen Heerenveen gewonnen haben. Ich finde es auch einfach gut, dass du noch zu Hertha stehst. Hut ab. Also. Fan, also bist ja auch nicht ganz weit vorne. Also von daher. Der ist auch hart gesotten, der Kollege. Auch leidensfähig sein. Daran, dass sie bei Weltmeisterschaften dann immer für die Spiele halt auch immer wunderbar. Fußball. Ja, Portugal. Jetzt fühle ich mich doch mal als Experte auf. Es ist ein völlig anderes Spiel. Beim VfB Stuttgart hat auch der. Acht haben wir gehört, ein 1-1 gegen Schalke. Jetzt wird es ganz, ganz eng. Und ich bin mal gespannt, wie es aussieht im Stadion an der Schleißheimer Straße bei Martin Winkler, was die Fans zu diesem Unentschieden sagen. Also überhaupt nicht richtig getippt, aber getippt. Aber die 6 Punkte, die... Spielpause, das heißt, Axel, auch für uns Pause. Samstag live hat auch Länderspielpause. Aber dann geht's weiter am 21.11. hier mit Samstag live mit Digibert TV um 15.15 Uhr dann wieder. Und zu Gast ist Sven Hannawald. Da freuen wir uns drauf. Und auch ich sag danke, Olli. Danke, Axel. Du übst schon mal, genau, die Landung. Ja, und
Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen.